Hallo Leute, hier ist Indy und es kommt mal wieder so ein kleines Infovideo von mir, denn ich habe ja Fire Emblem so gesehen quasi abgeschlossen, so gesehen und quasi, ja, da kommen noch ein paar zusätzliche Folgen, die ich wie gesagt in unregelmäßigen Abständen machen werde, da ich dafür immer Gäste haben will, da sie so in die Hauptstory einfließen und das quasi nur Ergänzungsparts sind. Das ist quasi so ein Sequel. Könnte man sagen. Und daher wird jetzt Paper Mario jeden Tag kommen. Und gegebenenfalls halt, falls ich gerade was habe, so ein kleines Special, wie ich es ja jetzt schon mehrfach gemacht habe. Champions vielleicht nicht ganz so schnell wieder, aber das werden wir ja sehen, wie ich und der Hawk Zeit haben. Und ich will was zu den Sendyspiel-Ansachen sagen. Ich habe nämlich mal so durchgerechnet, dass ich echt, ja, denn so festgestellt habe, wie verflucht lange ich an so einem Projekt sitzen würde. Und das habe ich irgendwie bis dahin gar nicht bedacht. Das ist halt der Nachteil im weitesten Sinne, an so einem langen Rollenspiel. Es ist halt lang und ich muss halt auch größtenteils alles zeigen. Und daher habe ich mich entschieden, das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen umzumodeln. Ich werde mir immer ein Großprojekt nehmen, das ist halt in dem Fall jetzt Paper Mario. Und da, genau in dem Moment, klingelt mein Handy und draußen fahren Autos vorbei. Aber es ist in meiner Dachgeschosswohnung nach Südwesten raus so unglaublich heiß. Gut, ich werde mir ein Großprojekt nehmen, also ein großes Rollenspiel und dann zusätzlich halt mehrere kleinere machen und habe mich daher entschieden, jetzt das mit dem Voting und so weiter wegzulassen, was ich mal angedacht habe, denn dafür braucht man erstmal sowas wie eine Community und die haben wir noch nicht. Vielleicht kommt das irgendwann. Schön wäre es zumindest, wenn man ein bisschen Feedback hat, damit man weiß, ob das, was man macht, unterhaltsam ist und so weiter. Aber wie gesagt, ich werde trotzdem weitermachen, weil es mir halt Spaß macht. Und da habe ich mich entschieden, ich mache es quasi sowohl. Ich mache es eigentlich beiden recht, die halt wirklich was drunter geschrieben haben, was sie sich wünschen. Ich werde Button Kaitos machen, weil es auch so das ist, worauf ich am meisten Bock von den Projekten habe. Und ich werde Floyd machen, da ich das mit dem neuen Aufnahmeprogramm nun mal jetzt ruckelfrei hinkriegen durfte. Ich muss es zwar ausprobieren, aber es dürfte jetzt nicht mehr so penetrant langsam vor allem beim Menü aufrufend sein. Daher, ja, werde ich das so machen. Und ich werde vielleicht sogar auch noch Luigi's Mansion zusätzlich machen, was ja auch so ein kleineres Projekt quasi ist. Also kein 150 Parts plus Projekt ist. Und ich habe mich zudem entschieden, die kleinen Projekte bleiben bei einer Viertelstunde Folge, weil das halt gut zum Uploaden ist und so weiter und so die klassische Folgenlänge, sagen wir mal. Und das Großprojekt werde ich in, ich denke, so 25 Minuten werde ich mir als Richtwert nehmen, denn sonst werden das ja, viele, 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 viele Parts. Und ich möchte das nicht, ich möchte euch dann sozusagen nicht so lange auf die Folter spannen, bis das nächste kommt. Zudem ist eventuell nächste Woche Cliff bei mir. Das heißt, wir werden vielleicht auch endlich mal unseren Kanal-Trailer machen. Und zusätzlich, und das war schon wieder mein Handy, und zusätzlich vielleicht auch mal Scrubs weiter oder so ein kleines Nebenprojekt zu zweit, wie wir es damals mit Legend der Ringe gemacht haben. Wer weiß, irgendwas wird uns vielleicht einfallen, sowas Kleines für den Kanal werden wir auf jeden Fall machen. Und wenn nicht, dann, nein, vergesst das. Also wir werden, denke ich, was Kleines machen. Was, das kann ich noch nicht verraten, aber ja, werden wir dann sehen. Gut, ich würde sagen, das war's dann auch soweit. Gehabt euch wohl, euer Sandy.